Willkommen, meine Damen und Herren. Seht ihr das? Das sind krasse Sachen. Wir spielen endlich TFT. Die League of Legends Auto Chess Variante. Es ist noch Work in Progress. Es ist noch in der Beta-Phase. Es ist noch sehr, sehr viel zu tun daran. Na, bitte bemerkt das, beziehungsweise bitte speichert das euch im Kopf. Ich habe überlegt, ob ich quasi einen Guide dazu mache oder quasi die Variante wähle, indem ich sage, hey, wir spielen es einfach. So, wir spielen es einfach, meine Damen und Herren. So, das heißt, der erste Move, den ihr bereits jetzt sehen könnt, ist ein großer Unterschied zu dem normalen Game. Am Anfang wählt man sich quasi in diesem kleinen Karussell seinen Champion aus. Okay? That's the first move you do. Ich weiß gar nicht, ob das Game gerade ein bisschen laut ist. Wir machen mal hier den Sound nochmal ein bisschen runter. Danach geht es wie in einem normalen Auto-Battler weiter. Ihr nehmt eure Unit und stellt sie auf. Okay? Wir machen das jetzt ganz von unten, okay? Wir spielen ja offensichtlich auch gegen tolle Leute, gegen Trump, Lothar, Skara, ich glaube, hier, Crip ist auch noch dabei. Und das Erste, was ihr macht, stellt die auf und dann schlitzt ihr quasi die kleinen Minions und danach später andere Leute down, okay? Das ist das Grundprinzip dieses Games. Oder eine der Grundprinzipien. Ich habe jetzt gewonnen, weil ich ein krasser Typ bin. Normalerweise droppen die auch Items. Nicht immer. Na, ich bin natürlich so einer, der super viel Pech hat. Wir kommen jetzt in die nächste Runde. Wir kriegen 2 Gold und dürfen jetzt 2 Champions aufstellen. So, das heißt, ich krieg ja einen entsprechenden Roll und darf jetzt mir Units raussuchen, die passen. Das ist natürlich eine schwierige Start-Unit, muss ich sagen. Die ist wirklich nicht überragend. Aber wir kaufen uns 2 Units, beziehungsweise, nee, wir verkaufen die sogar wieder. Wir kaufen die beiden, denn das andere Ziel des Spiels liegt darin, nicht Paare zu bekommen, sondern sogenannte Triples, okay? 3 Champions von einer Art verschmelzen miteinander zu einer deutlich besseren Unit, also zu der Level 2 Variante dieser Einheit. Und, oder sieht auch schon deutlich besser aus, als wir in LA gespielt haben, by the way. Also, oh, da seht ihr es schon. Erstes Item, Needlessly Large Rod. Man kann auf die Units noch klicken, die Stats, glaube ich, kommen noch. Na, wie gesagt, hier kann man noch die Fähigkeit sehen, wie viel Damage der ganze Spaß macht und so weiter. Und wir kommen in die nächste Runde. Theoretisch kriegt man pro Runde 5 Gold. Ja, das ist so der Standard normalerweise. Und man versucht auch entsprechende Boni zu bekommen. Das heißt, wir nehmen den. Ich überlege, ob wir... Ah, der Tristana ist halt später ziemlich nice. Das ist so das Ding. Aber normalerweise versucht man auf Synergien zu gehen. Hier ist so ein bisschen die Problematik. Dass ich halt sehr viel ähnliche Einheiten habe. Das bedeutet, hier ist ein Pärchen, bei Autochess ist das Pärchen sammeln die größte Katastrophe, die man quasi haben kann. Okay, Pärchen sind super bad und ihr könnt hier sehen, was für Synergien ihr bekommt. Das bedeutet, es geht nicht nur darum, Einheiten aufzustellen, sondern es geht darum, dass die Units miteinander synergieren. Dazu hat man quasi eine Origin und einen Trait. Na? Das bedeutet, jede Unit hat eine quasi Herkunft und eine Klasse, könnte man sagen. So. So, wir haben einen Knight. Das ist schon mal nicht schlecht. Das bedeutet, wir könnten mal die hier rausnehmen für den Knight-Bonus. Seht ihr das? Jetzt sind ja quasi unsere Knights sind jetzt stärker, halten also mehr insgesamt aus. Und oft ist es sinnvoll, quasi viele Einheiten erstmal zu kaufen, weil es gibt hier in dem Game auch ein Zinssystem. Ja. Was natürlich auch ein sehr, sehr nützlicher Faktor ist. Das bedeutet, wenn ihr 10 Gold habt, dann kriegt ihr nach einer Runde Bonusgold. Na? Ich habe jetzt natürlich keine Sachen bekommen. Wir versuchen mal Mordekaiser hier noch ein Item zu geben. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ihr seht es schon, die Units generieren Mana. Das ist halt durch Angriffe. Und sie generieren Mana, wenn sie angegriffen werden. Also es ist quasi immer sehr, sehr gut, wenn sie das tun. Die erste Runde verlieren wir hier. Er hat hier deutlich mehr Items als ich. Die werden quasi auch random verteilt und dann kriegen wir entsprechend Schaden, abhängig davon, wie viele Units übrig sind. Na, wenn viele übrig sind, kriege ich Heart of Smaug. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das Gameplay quasi nutzen kann, na, aber ich werde quasi zu Ende kommentieren. So, das ist so ein bisschen mein Plan. So, wir sind wieder ein bisschen unlucky. Das bedeutet, wir...
Ja, wir wissen, wir haben noch keine, wir konnten noch keine Unit weiterentwickeln, okay? Das ist halt so ein kleines Problemchen. Wir bleiben erstmal trotzdem bei dem, weil das halt itemmäßig bisher das Stärkste ist, was ich habe. Und werden wahrscheinlich die nächste Runde noch verlieren. Bezogen auf Verlieren und Gewinnen gibt es quasi zwei Mechanics. Wenn ihr hofft hintereinander gewinnt, dann bekommt ihr einen Win-Streak. Na, der hat ja zum Beispiel schon eine Level 2 Garen. Na, der ist schon sehr, sehr stark. Also hier werden wir wahrscheinlich auch verlieren. Aber Level 2 ist halt, hat mehr HP, mehr AD, kriegt meistens auch schneller Mana, die Spells sind besser. Na, es ist quasi legit alles besser. Aber die Animationen sehen schon 100-mal schöner aus, als ich das noch in LA hatte. Der andere Punkt ist, also wenn man gewinnt, ist gut. Wenn man verliert, ist gar nicht so schlimm. Weil wenn du hintereinander verlierst, kriegst du einen Lose Streak. Na, das bedeutet, man generiert halt ordentlich Gold. Ich mach mal hier Discord im Hintergrund aus. Beziehungsweise das kann ich eh rausschneiden, merke ich gerade. Ist Wurst. So. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt mal Units bekommen, die passen. Das ist nämlich die nächste Mechanik. Alle paar Runden darf man sich quasi Units mopsen in einem Pool. So, das heißt, wir nehmen natürlich den Pike. Zack, da ist er nämlich. Weil den wollen wir ja haben. Na, nicht nur, dass er hier ein weiteres Item hat, sondern Pike ist halt der uns in unserer Composition fehlt. Wir haben leider noch keine richtige Direction, welche Klasse wir gehen. Na, es gibt halt, oder welche Origin wir quasi miteinander kombinieren wollen, weil es gibt halt sehr, sehr viel. Aber das ist halt eine unique Catch-Up-Mechanik. Das bedeutet, ich durfte relativ früh raus, weil ich schon übelst viel Leben verloren. Und nicht übelst viel. Ich habe ein bisschen was verloren, aber die HP-Senkung geht sehr, sehr schnell. Also du, so Runde 7, 8 oder so, kriegst du schon sehr hart aufs Maul. Na, aber diesen haben wir jetzt bekommen. Das heißt, wir können den nehmen und entsprechend... Ah, nee, wir müssen quasi so tauschen, weil es manchmal ein bisschen verbuggt ist. Ah, das ist natürlich sehr ärgerlich. So, es ist... Ja, es ist halt ultra verbuggt. Wir verkaufen den mal hier. So, jetzt funktioniert es. Sehr gut. Grund dafür lag, dass ich quasi gar keinen Platz hatte. So, wir nehmen noch einen Blitzcrank und einen K6. Und den nehmen wir auch noch. Sehr schön. 4 Units haben wir dabei. Das ist natürlich ein Rapid Fire. Das ist natürlich ein Item, was man jetzt nicht unbedingt haben will. Der Auto-Tag ist ja auch Range. Finde ich sehr, sehr gut. Na, die Vayne, da haben wir jetzt gut rausgeguckt. Blitzcrank ist quasi ein Brawler. Na, der kriegt Bonus-HP, wenn ein anderer Brawler da ist. Das ist hier in dem Fall Warwick. Na, und ich hoffe natürlich, dass jetzt hier mein Pike die Leute gnadenlos aufschlitzt. Zack, schöner Dash. Tada! Wir haben gewonnen. Na, we did it. Ja, wir wollen natürlich auf Assassins gehen anscheinend. Also man hat hier sehr viele Möglichkeiten. Ich gehe auf das, was ich so sehe. Der K6 gefällt mir sehr. Na, auch Assassins brauchen halt quasi eine Frontline. Und wir haben ganz gut Gold generiert. Das ist schon mal definitiv nicht schlecht. So, unsere Units passen noch sehr gut zueinander. Das ist also absolut fein. Aber der Rest, der ist noch nicht so richtig da. Ich würde, also normalerweise würde ich am liebsten rollen wollen. Wir machen jetzt aber Folgendes. Wir verkaufen die... wir hätten die auch holen können, merke ich gerade. Ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich möchte schon diese Assassin-Variante mir genauer anschauen. So, der ist hochgesprungen. Der hat jetzt schon 5 Units. Er hat gelevelt. Kann sein, wenn er 4 gewonnen hat. Ja, okay, er hat ein bisschen verloren. Nope, ist, glaube ich, ein Riotler. So, hier sehen wir schon, Warwick kriegt hier Mana, na, dann ultet er. Also die Spells sind unterschiedlich, manchmal sind es Ults, manchmal sind es nur, in Anführungszeichen, normale Fähigkeiten. Das ist quasi, Riot hat immer nur ein Spell ausgewählt. Bei Autochess, bei Dota Autochess ist es quasi sehr, sehr ähnlich. Aber ihr merkt schon, die Level 2 Unit, der Pike, der carries sehr, sehr hart. Na, das heißt, wir wollen auf Assassins gehen und vielleicht schaffen wir auch Pirate. Das wäre ebenfalls not bad. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier erstmal so ein kleines bisschen eine Verschmelzung gewagt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir könnten theoretisch ein bisschen swappen. Na, das heißt, wir könnten jetzt mal Assassin gehen. Wir kaufen mal ein bisschen XP. Na, das ist jetzt nicht das beste Timing dafür, aber ich habe jetzt gerade mehrmals gewonnen, weshalb ich so den Win-Streak, will ich mal sagen, aufrechterhalten möchte. Das ist so mein grober Plan. Vielleicht verkaufe ich da noch so ein bisschen Mist, aber Assassins waren zum Beispiel sehr bad in L.A., aber die wurden jetzt überarbeitet, dass die quasi in den Schatten gehen, na, unsichtbar, und dann haben sie die Möglichkeit zu critten. Der Crit ist am Anfang noch ziemlich bad. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch was geändert worden ist. Ah, oh, nee, das ist ein Spell.
Oh, der Pike, der macht, dass der Pike ein bisschen ranged ist, bin mir nicht sicher, ob das so geplant ist. Aber der hat halt gute Gegenstände. Zack, oh, da kommt er. Oh mein Gott. Ja, also man muss halt das nehmen, was man hat, ne, und das Beste draus machen. Und ich bin gerade sehr, sehr glücklich, dass die Assassin-Variante funktioniert. Besser ist es aber, viel Gold zu sparen. Na, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen größeren Wert drauf legen. So, wir verkaufen jetzt den hier und die hier. Kaufen den und basically auch den hier. Das heißt, wir haben jetzt erstmal K6-2. Ich werde auch, glaube ich, Rengar tauschen. Na, wir spielen trotzdem drei Assassins. Dass die beiden noch nicht zusammenpassen, ist schade. Weil jetzt kommt erstens wieder eine Creep-Round. Das bedeutet, alle paar Runden, ich glaube, das sind noch feste Abstände, ne? Da kommen halt Creeps, wo du Items im besten Fall kriegst. Die Crux waren sehr stark. Die hatten, die waren unangenehm gut. Das bedeutet, die haben sich sehr schnell regeneriert. Hier scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Also das kriege ich ganz... Oh, okay. Sie regenerieren sich doch ein bisschen, wenn man sie jetzt schon zu lange arbeiten lässt. Ne? Das heißt, wenn einer stirbt, kriegen die doch voll HP. Also die muss man gut fokussieren. Hat geklappt. Wieder kein Item. Das ist klassischer Maxi Markov, Leute. Ich kriege keine Gegenstände. Ja, pro Runde bekommt ihr ein XP. Na, das könnt ihr, wie gesagt, ihr könnt doch XP kaufen. Und mit XP geht ihr quasi in die nächste Stufe und damit habt ihr einen Chesspiece mehr. Das ist das Ding. Normalerweise will man aber Gold sparen. Das bedeutet... Ah, shit, das hätten wir vorher machen müssen. Wir hätten den Brand verkaufen können. So. Ari ist Wild. Wild ist nicht, gar nicht so schlecht. Den Wild-Bonus kann ich quasi mit Rengar generieren oder Demon. Das wäre auch eine Variante. Der ist nämlich eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Ich glaube, wir verkaufen den hier sogar. Geben ihn jetzt einfach mal das Item. Hoffen natürlich so ein bisschen aufs Beste, dass er relativ lange durchhält. Wir nehmen nochmal die Ari mit. Vielleicht können wir noch ein bisschen Sorcerer-lastig sein. Oh, der hat schon Aurelion. Aurelion war absolut busted, als wir den Test gemacht haben. Der war insane strong. Na, und wir hoffen natürlich jetzt aufs Beste. Oh, Brand. Oh, Brand ist sehr fleißig. Oh, der wurde genervt. Na, sehr gut. Aber ihr merkt schon, viele Gegenstände haben die Gegner. Das stört mich so ein bisschen. Naja, das finde ich nicht gut. Aber sonst läuft es absolut fantastisch. Das bedeutet, das Hauptziel ist quasi, möglichst gute Trades zu bekommen. Na, und das Ganze miteinander zu kombinieren. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel drei Assassins, ist klar. Sechs Assassins und der nächste Sprung. Aber Demons sind auch nicht schlecht, weil 30% zum Mana-Burn. Und Mana-Burn macht nicht nur Damage, na, also verbrennt offensichtlich das Mana des Gegners, sondern Mana-Burn sorgt quasi auch für ich muss ganz kurz nachdenken. Also du kannst ja nicht ulten, ne? Das ist basically der Effekt, der natürlich entsprechend stark ist. Okay, leveln werden wir jetzt nicht. Wir müssen halt Gold sparen. Also eigentlich könnten wir uns mehr auf die Fresse hauen lassen. Plan ist außerdem noch Void zu gehen. Also ich hätte gerne noch Rek'Sai. Das wäre halt nicht schlecht. Natürlich will ich alle Assassins haben. Da fehlt quasi nur noch einer. Und dann kriegst du einen übelsten Power Spike. Aber ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wer der letzte Assassin für mich quasi ist. So, der Dash. Also der Dash von Pike, da muss ich ganz ehrlich sagen, der funktioniert aber auch überragend. Also Lothar, na, G2 Lothar, das ist ein bekannter Hearthstone-Spieler, den haben wir jetzt erstmal gut eingelullt. Das ist super nice. Ja, doch, verkauf mal. Ich verkaufe ihn jetzt, weil ich auf 20 Gold kommen will, damit die Zinsen höher sind, okay? Das macht man relativ häufig. Natürlich, Kasedin könnte ich versuchen, aufs nächste Level zu kriegen. Das bedeutet, drei Einheiten verschmelzen zu einer. Drei Einheiten von Level 2 Units verschmelzen zur nächsten quasi. So, wir wollen Assassins haben. Also ich glaube, ich habe hier ganz gute Karten. So, ich bin da oben, ne? Also das, was ich will... Will, glaube ich, niemand. Und zwar Evelyn will ich haben. So, ich kann noch nicht raus, weil ich so viel HP habe. Ich bin hier oben, ne? Keine HP heißt... So, du darfst nicht. Jetzt nehmen wir hier die Evelyn. Upp, da ist sie. Und dann versuchen wir quasi mit der zu arbeiten. Also sie auf Level 2 zu kriegen wäre nicht schlecht, weil sie gefällt mir bisher am allerwenigsten, wenn ich ehrlich bin. Aber wir gehen auf Assassins. Also ich finde es die witzigste Rasse auch schon bei Audacious. Also bei Dota Audacious. Und hier gucken wir natürlich, dass das Ganze auch funktioniert. Können sie jetzt auch swappen? Na, das bedeutet... Zack, da haben wir nochmal den Set. Wir swappen die jetzt mit der hier. Grund ist sehr, sehr einfach. Wir wollen...
Aber wollen wir auch weg? Ich will halt irgendwann auf 6er Assassins springen, eigentlich gerade. Hier steht übrigens da, worin ihr eventuell close seid. Normalerweise braucht man halt noch einen guten Tank. Na, damit die Assassins Platz zum Spielen haben. Aber wir behalten das Gold. Normalerweise lasse ich mir sehr viel die Fresse polieren, um wirklich auf 50 Gold schnellstens zu kommen. Das ist im Prinzip das Allerwichtigste. Eieiei. Die wird hier gut aufgeschlitzt. Ja, die sind halt deutlich besser, die Assassins. Holy shit, sind die gut. Also das habe ich viel, viel schlechter erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben anscheinend die richtige Entscheidung getroffen. Hab jetzt noch nicht. Also man kann natürlich noch die anderen Boards angucken. Man kann dann sehen, was die so machen, was deren Plan ist. Ist für den Pro, für einen guten Spieler, wir verkaufen die jetzt übrigens, kriegen wir 2 Gold, sind wir bei 30, weil Ari gehe ich jetzt eh nicht so richtig. Ari ist natürlich in einigen Games ein Assassin. Ja, aber hier hat jeder halt nur 2 Varianten. So, sieht aber gut aus. Ich freue mich übelste Sorte, dass es so gut funktioniert. Es tut mir leid, dass ich auch hier dagegen kloppe. So, wir haben nochmal K6 bekommen. Das ist gut. Wir könnten jetzt noch ein Level reinpacken. Es wird uns aber nicht so viel bringen. Also wir können, ich würde gerne auf Pirates gehen, aber da fehlt mir der dritte Pirate. Das bedeutet, dass da kriegt man Bonusgold nach jeder Runde. Das ist halt schon relativ witzig. Wir können ein bisschen rollen, aber wir gucken mal. Wenn wir die Runde gewinnen, dann machen wir nichts. Wenn wir die verlieren, verkaufe ich K6. Der Grund dafür ist, ich will auf 40 Gold kommen, okay? Hier sind eure Zinsen auch nochmal symbolisch dargestellt. Na, 30 kriege ich jetzt quasi. So, wir gucken jetzt, was der macht. Der ist auf 6 Units schon hochgesprungen. Der hat den Sprung gewagt. Oh Gott, die kritzen ja absolut dumm. Ja, weil das Witzige ist, K6 und Kasadin sind ja beide Void. Na, das bedeutet, sie sind in der Lage, 50% deiner Rüstung zu penetrieren. Na, hier kriegen wir schon die ersten Probleme, wie man sehen kann. Na, der hat hier sehr viele Level 2er. Das heißt, wir haben hier kurz verloren. Ist absolut fein. Heißt aber für K6... Habe ich ihn jetzt verkauft? Ah ne, ich hab's zu spät verkauft, schade. Aber wir haben hier eine ordentliche Set-Rotation. Das bedeutet, wir tauschen die hier aus, nehmen jetzt Set mit rein, könnten jetzt hochspringen. Das ist halt die Frage. Ich glaube, wir machen das sogar. So, wir wollen gewinnen, Leute. Das heißt, wir packen noch einen zweiten Pike rein. Wir haben halt immer noch keine gute Frontline. Und auch er ist so mittelprächtig. Na, man bekommt dann nicht immer die Units, die man quasi möchte. Na, das muss man dazu sagen. Ninja-Bonus haben wir jetzt ebenfalls. Statt den Demon. Vielleicht hätte man das nochmal tauschen sollen. Ich meine, er ist halt eine Level 2 Unit. Da muss man halt gucken, will man den Trade? Na, oder will man eine bessere Einheit haben? Na? Zed ist hier übrigens nicht in der Lage zu ulten, sondern Zed feuert so ein Shuriken ab. Was natürlich auch sehr gut ist. Aber hier muss man sagen, dass die beiden. Also die sind einfach stark. Er ist gerade ein bisschen AFK. Ja, aber ihr seht ja schon, habt ihn gut fertig gemacht. Er hat wenig AP verloren. Das heißt, er hat entweder gegen schwache Gegner gespielt oder oder einfach eine gute Composition gehabt. Ich habe jetzt halt wenig die anderen beobachtet. Wenn du wirklich ein Pro werden willst und der Plan ist halt, auf den 2-Kanal entsprechend viele Videos zu bringen, dann musst du halt den Gegner so ein bisschen beobachten. Wir sind jetzt hier bei 42 Gold, spielen hier gegen die Wölfe. Ich würde mal einmal refreshen. Refreshen heißt, ihr schaut euch hier für Gold natürlich eine andere Composition an. Das machen wir jetzt einfach mal. Boom. Hoffen natürlich persönlich auf sowas hier. Sowas ist schon sehr gut. Und ein Pirate. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch Graves auch kaufen. Na? Und mit dem quasi auf eine Pirate-Kombo setzen. Das Problem ist halt, Pirate hofft man eigentlich eher früher zu bekommen. Und Graves ist hier Melee. Graves ist einfach Melee. Ja, oh mein Gott. Oh, die Krits sind ja übel schlimm, holy shit. Ja, das ist auch das Gefühl, was man haben möchte bei dem Game. Mages sind auch sehr witzig. Also Sorcerer kann ich jedem ans Herz legen, weil die mit einmal alles one-shotten. Aber, also, die kriegen halt quasi AP. Ne? Aber das war schon vom Unterhaltungslevel her sehr hoch. Hat mir gut gefallen. So. Die ist jetzt mutiert. Das heißt, wir tauschen den wieder, weil jetzt kriegen wir den Demon-Bonus. Haben auch den Ninja-Bonus, der sorgt für Bonus-AD. Na, der hat einfach mehr. Das ist natürlich für, was soll ich sagen, das ist halt für Assassin schlichtweg insane. So, wir nehmen noch einen Warwick mit. Grund dafür ist, dass wir noch ein bisschen Frontline-mäßig was brauchen. Wir wissen halt noch nicht, was wir spielen für die Frontline. Na, das ist halt so ein bisschen das Problem aktuell. Und gucken aber, dass, ob wir ohne gut klarkommen. Na, bisher hat es ja quasi funktioniert. Zack, Assassin springt hinter.
Draven denkt sich, Guys, defend me. Ja, funktioniert natürlich hier nicht gut. Das heißt, die Assassins während der LA-Phase waren quasi, die sind sonst wohin gesprungen. Aber hier ist es sehr geil. Also ich muss gerade sagen, ich bin richtig zufrieden. Ja, das funktioniert absolut fantastisch. Wir haben noch viel HP, viel Gold, der Rest ist ultra low. Also das funktioniert. Ich werde natürlich richtig paranoid wegen der Aufnahme. Auch eine Änderung seht ihr schon an den Portalen, ne, dass wir quasi zu der Base des Gegners springen oder unseres Kontrahenten. Wir sind jetzt über 50 Gold. Das ist immer die Methode oder die Variante, wo man einmal rollen kann, damit man genau bei 50 quasi hängen bleibt. Wir suchen ja immer noch einen Tank. Na, das bedeutet, Warwick hier zu haben ist schon mal nicht schlecht. Wir verkaufen jetzt mal den hier, damit wir noch einmal rollen können. Und da ist sie, meine Damen und Herren. Katharina. So, und sie ist quasi the dream, muss ich sagen. Sie ist jetzt hier der lebende Traum. 6 Assassins heißt nämlich eine Steigerung des Buffs. Na, das bedeutet, guckt euch mal, 150 Critical Strike, 150%, daraus werden dann 350. Das ist halt schlichtweg GG. So, das ist halt wirklich, das ist, also, was man hier anders gemacht hat als andere, also als Dota jetzt zum Beispiel, dass der Schaden Kategorie Stupid ist. Also er ist halt wirklich unnormal hoch. Also die Steigerung der Werte ist halt nicht von diesem Planeten. Okay? Sie ist völlig anders als bei Lee. So. Jetzt kommt es wieder in diese Runde. Wir werden wahrscheinlich als Letzter ran dürfen, so wie es aussieht. Oh ne, hier Preview 50. Ich glaube, das ist Crip. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das bedeutet, jetzt kommen mittlerweile gute Units. Ne? Leona, Karthus Legendary. Ihr seht das an den Rahmen. Das haben sie auch neu gemacht. Ne? Gelb, ja, offensichtlich legendär. Und wir gucken. Also der Warwick ist für uns interessant. Er ist der Einzige, der irgendwie passt. Ja, aber der ist hier schon. Ne, der wurde noch nicht genommen. Ne? Also wir müssen halt sehr lange warten, wie man sehen kann. So, jetzt dürfen wir uns auch bewegen. Ja. Ah, okay, der hat nur angetäuscht. Die Kindred habe ich jetzt nur genommen zum Verkaufen. Also normalerweise kann ich auch den Warwick nehmen. Ich dachte, für ihn war es wichtig. Hier sind so ein bisschen die Mindgames dabei. So, das heißt, die Kindred nehmen wir, verkaufen wir sofort. Die brauchen wir nicht. Rek'Sai ist der, den wir brauchen. So, das heißt, wir verkaufen mal den hier nochmal. Kaufen den. Kaufen wir jetzt Level, bis wir good to go sind. Ich würde halt gerne Rek'Sai reinmachen. Aber wir spielen das etwas geduldiger aus. Wir können jetzt hier Items miteinander kombinieren. Wir machen mal, geben mal Brand das Ding. Der hat jetzt Morellos. Klassisch, ne? Aber wir beobachten die Situation. Wir können uns noch sehr, sehr viel Schaden gefallen lassen. Aber ich möchte natürlich den Assassin Power Spike gut ausleben. Und das ist gar nicht so einfach. Wie ihr seht, sobald die Frontline down ist, muss man hoffen, dass die Assassins genug Mana haben. Weil der wird natürlich auch seinen Spaß haben. Na, aber das dauert. So, zack, da kommt die Ult. Na? Das heißt, nicht selten kann man zum Beispiel auch auf Attack Speed oder sowas gehen, bei solchen Units. Ey, ich schlitze mich hier durch, Leute. Ich bin ja gerade wirklich on fleek. Das ist sehr, sehr schön. Na, Assassins hat anscheinend jeder eher unterschätzt. So, wir haben jetzt schon mal 2 davon. Das ist not bad. Das heißt, wir kaufen uns noch 2 Level und dürfen jetzt eine Unit mehr reintun. Das ist gerade noch ein bisschen, wir müssen manchmal ein bisschen warten. So, ich überlege, ob ich den reintue. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay. So, wir könnten noch so machen. So, so. So. Ich glaube, jetzt sind wir 6 Assassins. Also jetzt haben wir quasi den Traum erreicht. Ja, wir geben mal der hier das Item. So, den kaufen wir auch. Den Void Buff, das ist quasi unser Nächster. Und jetzt haben wir quasi die verbesserte Variante. Jetzt haben wir halt Full Mega Crit. Na? Karthus Ult. Das tut weh. Na? Mages sind halt immer noch sehr, sehr stark in dem Game. Wie man sehen kann. Und Aurelion ist auch dabei. Aber er ist fast tot. Holy shit. Also er ist anscheinend All-In gegangen. Wir kaufen uns noch ein Level. Weil über 50 Gold zu sein, bringt nichts. No, das bedeutet, man kann da ruhig mehr investieren. So, aber wen wollen wir als Frontliner haben? No? So, wir kaufen uns noch 2 Level. Und dann rollen wir noch ein bisschen. Weil den hier zu verbessern, ist not bad. Den verkaufen wir mal. Und der Kasadin kommt gerne, ne? So, wir kaufen aber noch die beiden. Und Warwick sag ich schon. Und Dings möchte ich halt haben, den Brawler, um den Void Buff noch zu bekommen. Void Buff wäre halt nicht schlecht. Wild Buff könnten wir eventuell auch noch haben. Eigentlich wäre der sogar perfekt, weil der beides geben würde. So. Wir gucken aber, ob das mit den Crits hier besser läuft.
Ja, so ein paar kommen durch. Eieiei. Ja gut, wenn ein paar durchkommen, ich glaube, ich töte den jetzt. Ah, das ist es! Der Assassin hat wieder ihn aufgeschlitzt. Na, ihr merkt schon, dass die ersten Leute hier gnadenlos krepieren. Was natürlich sehr gut ist. Normalerweise würde ich jetzt versuchen, noch eine Unit zu verkaufen. Um schneller ins Gold ranzukommen. Aber machen wir jetzt mal nicht. So, wir spielen jetzt hier gegen die Raptoren. So, das ist knapp. Ja, manchmal kriegt man hier so ein bisschen Angst. Wir nehmen mal Evelyn raus. Nehmen den hier rein, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir Evelyn reinpacken können. Also, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir einen Brawler als nächstes reintun. Dass Katharina so selten kommt, ist wirklich ärgerlich. Aber wir bleiben geduldig. Creep Rounds sind meistens halt Runden, wo du halt ganz gut... Also, wie gesagt, wir spielen ja ohne Items offensichtlich. Itemmäßig haben wir bis jetzt sehr wenig Glück. Ja, aber ihr seht schon, dass wir die natürlich ganz gut schlitzen. Wenn wir jetzt noch einen richtig krassen Tank vorne hätten, wäre das halt der absolute Traum. Damit die Assassins hinten länger arbeiten können. Ne? Wieder keine Items. Ich habe einfach keine einzigen. Ja. Also wir haben halt unfassbares Pech. Aber auch sehr viel Glück, muss man sagen. Also mit den Picks hier sind wir wirklich gut dabei. So. Wir kaufen jetzt komplett hoch. Ich könnte jetzt halt den reinmachen. Dann hätten wir noch den Void-Buff. Er ist natürlich alles andere als überragend, muss man sagen. Der ist auch super strong, Leute. Oha. Oha. Ja, man kann auch nicht die Unit so gut juggeln. Das heißt, wir machen den und den. Achso. Ah. Oh. Okay, dann verkaufen. Ah, oh, ist schwierig. Nee, ich glaube, Evelyn ist wichtiger. So, wir gucken ja weiter. Wir sind natürlich fleißig am Schlitzen. Das ist, glaube ich, schon Level 3er, aber spielt keine Rolle, weil wir sind einfach Hardcore-Assassin. Gnar ist übrigens ultra strong. Also Gnar ist auch richtig geil gecodet. Das heißt, die Shapeshifter brauchen 100 Mana und dann springt der nach vorne, also springt in die Backline und Insekti. Übel gut, okay? Es ist dummer Schaden, den er quasi anrichtet. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Platzproblem. Okay, wir verkaufen trotzdem nochmal die. Katharina müssen wir holen. Pike müssen wir auch holen, weil Pike kriegen wir eventuell auf die nächste Stufe. Und das gleiche gilt traurigerweise auch für Zed. Das heißt, du musst wieder dran glauben. Die ist auch ein Assassin, aber Ninjas beißen sich. Das heißt, wir bleiben so. Die Ninjas sind so, entweder du hast genau 4 oder nur 1. Ich würde ihm quasi den Schaden nehmen und er ist halt bald meine stärkste Unit. Deswegen ist das erstmal kein Ding. So, der hier vorne ist natürlich ein übelstes Meme. Ne? Aber manchmal steckt man halt super schwache Einheiten rein, nur für den Bonus. Und der Bonuseffekt ist halt für Kha'Zix 50% Penetration. 50. Also er ignoriert halt fast die ganze Armor, was natürlich einem Assassin sehr gut steht. Kha'Zix ist hier ein bisschen weird. Seine Ult ist nicht, dass er rumspringt oder seine Fähigkeit, sondern er verbrennt Mana mit den Auto-Attacks. Was sehr gut ist, weil er dafür sorgt, dass der Tank, gegen den ich fighte, meistens ist ja ein Tank ganz vorne, nicht ultet. Ja, er ultet einfach nicht, weil ihm das Mana fehlt. Wir werden hier wahrscheinlich wieder als letztes dran sein. Wir sind hier oben. Na, das heißt, wir nehmen natürlich Zed. Alles klar. Zed ist hier ultra wichtig. Kale kommt zum zweiten Mal, witzigerweise. Das ist natürlich Zed, die Trainer. Das ist auch ein einziges Meme. So ist es leider. So, und ich schnappe mir natürlich den Assassin. Zack. So, also Zed ist auch kurz davor, sich zu verwandeln. Wir müssen jetzt wahrscheinlich ein bisschen rollen. Na, und ich hoffe, dass das Ganze auch funktioniert. Weil das war immer nämlich ein Problem, dass man halt wirklich wenig Platz hatte. Na, da seht ihr, dass der Zed da chillt. Ich glaube, wir nehmen die beiden Kha'Zixe raus, einfach nur um die Bugs zu reduzieren. Das klingt ein bisschen doof, aber die Bug-Gefahr ist dann... Oh, der Kha'Zix. So, die will ich haben. So, das ist perfekt. Okay, das schafft schon mal richtig viel Platz. Ja, so spielen wir natürlich nicht. Wir sind ja nicht dumm. Na, wir gehen jetzt mal nicht auf Level, sondern... Ah, shit, das war zu spät. Schade, wenn die sich noch verwandelt hätten, wäre sehr gut gewesen. Aber ich glaube, in der nächsten Runde sind wir sehr stark. Also wir sind sowieso schon sehr stark, ne? Aber in der nächsten Runde wird es insane. Der hier kam jetzt relativ spät erst zum Angreifen. Wählt hier auch gerade Leona als Ziel. Ihr seht schon, Glacial ist super gut. Na, wenn natürlich ein paar Spells durchkommen, wird es angenehmer. Aber Glacial sorgt dafür, also Ash und... wie heißen sie? Ash, Braum,
Ich kriege richtig viel Schaden. Na, guck mal, wie viel HP ich mir gesaved habe. Und dann auf einmal kassiere ich des Todes. Ash, Braum, Sejuani, Lissandra. Die stunnen mit Auto-Attacks. Na, da muss man natürlich mehr nicht zu sagen. So, wir kaufen die hier. So, da ist er. Jetzt haben wir den Mega-Set, Leute. Jetzt haben wir den auf der höchsten Stufe. So, wir sind leider aber immer noch tanklos. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich überlege, ob wir den hier tanken lassen. Ja. Kale. Ja, Kale ist schwierig. Der ist gut. Sehr schön. Also, wir haben jetzt natürlich ein bisschen Geld noch verbraten. So, das gehört einfach dazu. Wir haben jetzt aber nochmal richtig gute Units bekommen. Hoffen aufs Beste. Na, hier ist die Spiel, der spielt zum Beispiel Phantom. Na, Phantom heißt, hier sehen wir es schon an dem K6, er startet mit 100 HP. Ja, er ist halt instant low. Aber, oh, Katharina ist komplett AFK. Ah, braucht man anscheinend nicht. Die muss wahrscheinlich anders hinstellen, die Katharina. Damit sie etwas anders springt. Aber wir nutzen ihn ganz gut. Kriegt ja, denke ich, also wie gesagt, der Schaden nimmt halt ordentlich zu. Ihr habt es gesehen, die haben den jetzt halbiert. Das ist halt super, super strong. Aber normalerweise ist das Ziel wirklich, ihr könnt auf Mischmasch gehen. Mischmasch kann manchmal sehr gut sein. Aber normalerweise ist quasi eine feste Direction deutlich stärker. So, da kommt der Aurea nochmal random rein. Also wir könnten so ein bisschen auf Demon oder sowas gehen. Demon, Imperial wäre auch noch eine Möglichkeit. Also wir können quasi Darius als Tank haben, damit Katharina hier mehr Schaden macht. Die war bisher sehr enttäuschend. So, wir rollen noch ein kleines bisschen. Ihr seht, es wird dünner. Die Auswahl. Dafür kommt Aurelion sehr, sehr häufig. Wir kaufen den mal, um den anderen wegzunehmen. Weil ihr seht es schon, hier ist der Mage. Hier versuchen wir uns natürlich... Ja, der Schaden wurde auf jeden Fall weiter runtergenommen. Der alte Aurelion hat alle getötet. Der hat jetzt legit alleine alle getötet. Sagt er, ultet sogar nochmal. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe auch noch nie gesehen, dass er zweimal ultet, basically. Aber Zed sagt sich, 1400 Schaden. Na, das ist einfach... Es ist ein Crit. Es ist Zed, der 40% Bonus-AD hat. Und eine Träne. Er hat eine Träne, Leute, aber ich glaube, die Träne sorgt dafür, dass er einfach mehr Mana generiert. Das ist so meine Vermutung. So, Rengar. Das ist ein krasser Drake, aber ich glaube, der ist gar nicht so gut. So, wir machen das und kaufen noch einen Aurelion. Das sieht jetzt richtig nach Troll aus, weil wir ihn ja nicht wirklich brauchen. Sejuani wäre auch eine Idee. Oder halt ihn, aber er ist halt so eine schwache Unit. Ich hätte übrigens gern Pike, wenn ich ehrlich bin. Ah, da ist er doch. Sehr gut. Jo. Seht ihr das? Muss noch höflich fragen. Dann funktioniert das auch mit dem Nachbarn. Ich denke die ganze Zeit, kann ich hier schon eine neunte Unit reinstellen? So, der Drake ist natürlich alleine und wird hier... Ja gut, der wird halt komplett gefoltert. Rek'Sai heilt sich übrigens. Wenn Rek'Sai tunnelt, heilt die sich. Oh, das sind Spaten. It must do something. Oh, das teste ich lieber gar nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Na, am Ende werde ich hier noch getrollt und die Einheit geht kaputt. Wir können noch eine Träne. Zweimal Träne ist, glaube ich, Stab der Erzengel oder so. Ich glaube, wir geben das ihm, damit er einfach so schnell wie es geht ultet. So. Den können wir nehmen. Sind wir eigentlich schon... Ne, wir sind kein erhöhtes Level, ne? So, ich würde halt witzigerweise einfach Aurelion reinstellen, wenn ich hier nochmal rolle. So, zack. Ah, Rek'Sai ist auch on the way. Auch wenn das Horn hier... Ah, ne, es hat kein Horn, das ist einfach... das ist einfach Evelyn. So, aber der... Ich weiß nicht, was der Spaten macht. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Den Spaten des Todes. So, was haben wir hier? Hier haben wir den Glacial-Typ, ne? Der ist halt sehr gefährlich. Weil, wie gesagt, gestunt zu werden heißt halt, quasi nicht töten zu können. Der Dash war aber absolut insane. Na, und hier sehen wir es, Katharina Ult. Ja, ich meine, es sind halt wirklich viele Kale-Ults dabei, ne, muss man dazu sagen. Thornmail hätte mich hier auch beinahe umgebracht. Ja, Thornmail ist natürlich gegen Crits sehr gut, weil ich glaube, hier ist die Programmierung so, dass es ordentlich zurückgeworfen wird. Na, wir verwenden mal die Terminologie ordentlich. So, da haben wir hier auch wieder eine legendäre... Werden wir aber nicht brauchen, Leute. Wir sind Assassin. Wir versuchen jetzt eine Vierer-Unit fertigzustellen. Also entweder Aurelion oder Sejuani. Und die wird dann unsere Frontline. Bisher ist ja Rek'Sai Frontline. Ist eigentlich auch gar nicht so scheiße. Weil Rek'Sai kriegt halt Mana. Und dann tunnelt er.
Und dann knockt er jemanden hoch. Und während der Tunnel stellt er richtig 4 AP wieder her. Er heilt sich quasi. Also übernimmt so ein bisschen eine Tankrolle, muss man sagen. Hier hoffe ich so ein bisschen aufs Beste. Na, wenn sie hier... Oh mein Gott, die sterben halt, aber wie die fliegen! Ja, okay, das ist halt... Ist natürlich schön, wenn man in seiner ersten Aufnahme die Leute halt komplett destroyed. Aber so ist es leider. Na, für mich ist das natürlich awesome. Aber es ist nur noch einer da, Leute. Es ist nur noch einer da. Das ist hier Kim. Wir nehmen auf jeden Fall den da. So, wir nehmen auf jeden Fall Pike. Der will Swain haben, er ist halt Shapeshifter. Es gibt halt hier sehr viele gute Units. Aber Pike, habt ihr vorhin gesehen, ist natürlich unsere legendäre Variante. So, der transformiert sich jetzt leider wieder nicht. So, wo ist denn der? Da. So, warte mal. Wir verkaufen jetzt hier ein paar Units, damit wir hier Platz haben. Ah ne, Pike habe ich ja schon. Ich bin ja dumm. Ja, seht ihr, ich bin halt auch nicht perfekt. So, wir kaufen noch 2 Level. Oha, Double Aurelion, Leute. Es ist der ultimative Endgegner. Es ist fucking Double Aurelion, soll. Oh mein Gott, ihr seht es. Der Schaden ist da, aber meiner ist höher. Assassins, Leute. Ich liebe Assassins. Das ist einfach... Ich meine, im LoL hasse ich die Pest. Und wir haben gewonnen. Alter, es ist einfach GG. Victory. Wir haben die erste Runde legit gewonnen. Das ist halt krass. Da bin ich natürlich ein bisschen stolz auf mich. Ja, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, der Plan ist, auf den 2. Kanal mehr zu bringen. GG, Alter.